Jo Leute, und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Und der Shop ist genau jetzt auch schon da in einer Sekunde. Und ja, dann mal schauen, was heute reinkommt. Oben hat sich nichts verändert. Hä, ist das ein Fehler gerade? Hat sich nichts verändert? Ist immer noch derselbe Shop? Ist das gerade ein Bug bei mir? Moment mal. Jetzt, ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Das hatte ich irgendwie noch nie. Aber oben hat sich auf jeden Fall viel verändert, denn wir sehen schon wieder sehr seltene Sachen. Da drunter Neon Team ist nicht so selten, sehr, sehr oft am Start. Bei den täglichen Sachen, okay, das Emote von gestern auch noch hier, was wirklich nice ist. Und dann Kate und Markus, die Gears of War Sachen, und das war's auch schon. Also hier noch die ganzen Sachen, die letzten Tage auch schon drin sind. Also nichts Besonderes hier am Start, bei den Paketen wohl auch nicht. Okay, fangen wir oben an mit dem Lebkuchen Maradeuren Skin. Ist auf jeden Fall schon älter, sollte jetzt auch wieder knapp ein Jahr her sein. Hat noch ein Rückenaccessoire und das Rückenaccessoire Kampfkeks reagiert auf Eliminierungen. Aber ich glaube, dann lächelt das hier irgendwie so. Also ich glaube, irgendwie so war das ganz nett gewesen. Dann gibt es noch einmal Lebkuchenkracher. Auch hier mit diesem Kopf drauf. Und da sieht man auch schon hier in Böse und in Lieb. Und ansonsten Adventsagitator, das ist ein Paket, hier Lebkuchenpaket. Ist das Paket an sich neu? Kenne ich gar nicht. Hier gibt es auf jeden Fall einmal den Adventsagitator mit dem zweiten Stil, glaube ich noch. Hier hat man auf jeden Fall noch mehrere Stile. Bis zu ganz verbrannt. Dann gibt es hier noch das Rückenaccessoire von ihm. Und auch hier nochmal den Lebkuchen-Kanonier-Skin. Und auch hier nochmal mit Rückenaccessoire. Dann gibt es noch eine Hacke, diese Form. Und den Gleiter. Okay. Bisschen komisch gerade. Ist das Paket jetzt hier so neu? Also die Skins kenne ich schon, aber das Paket an sich ist, glaube ich, neu, oder? Naja, ansonsten Neon Team darunter. Auch nochmal am Start, muss man nicht viel zu sagen. Sehr krass beleuchtete Skins, die Farben halt wechseln. Sieht schon nice aus, halt sehr, sehr auffällig. Aber auch leider sehr, sehr oft am Start. Ja, okay, ansonsten tägliche Sachen, rote Jade zurück mit den weiteren Stilen. Echt ein nicer Skin für den Preis, schon cool gemacht, drei Stile hier. Schmetterinchen auch nochmal mit dem Rückenaccessoire, dieses Lama hier durchgestrichen. Dann gibt es noch Liefde da oben mit der coolen Ikonenreihe-Musik. Also ist halt von einem Sänger. Und dann gibt es noch Eisbrecher und noch Herumtäumen von gestern. Wo ich echt sagen muss, die Musik ist schon wirklich nice. Also da kriegt man schon ein bisschen Ohrwurm von. Und dann gibt es noch Lama-Wippe mit dem Lama einfach hier. Ist ganz lustig. Und das war es eigentlich auch schon. Ich gucke da mal kurz, wie lange es her ist. Okay, man kann sagen, oben die Sachen hier alle 343 Tage her. Darunter Neon Team Monat her. Wie gesagt, leider sehr oft im Start. Tägliche Sachen, rote Jade ist knapp einen Monat her. Schmetterinchen 2. Die Emotes, also hier das Emotes nach einem Monat. Und das Emote da unten ist nach 2 Monaten, das wie gesagt von gestern. Eisbrecher ist auch nochmal einen Monat her. Ja, und der Rest ist gleich geblieben. Ist okay, der Shop wieder. Sehr seltene Sachen hier oben.